Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Titanfall 2. So, und ich wollte eigentlich hier... Niki Gaia durchgehen. Ja, irgendwie hätte ich das Seil benutzen müssen. Das ist eine andere Waffe eben. Da verschwinden die ziemlich schnell. Verschwinden wohl ziemlich schnell. Hat das Spiel verloren! Boots! Getan! Oh, mein Doppelsprung ist jetzt wieder online. Okay, die richtige Waffe bitte. Naja. Ja.
Irgendwas sollte ich eben mit Hecken machen, aber keine Ahnung was leider. Weil ich wurde ja direkt unterbrochen, ja. Okay. An alle Milizangehörigen, ich muss Sie daran erinnern, dass Sie sich auf Typhon befinden. Dieser Planet wird von der IMC kontrolliert, aber es gibt außerhalb unserer Anlagen. Batterie haben wir jetzt, müssen wir wieder nur zu unserem Titan zurück, ne? Ihr wart mutig genug, euch Leuten anzuschließen, die für die Freiheit des Krebslandes kämpfen. Alter. Würde jeder von uns allein? Warum habe ich denn keinen Doppelsprung? Okay. Ich will das ohne den Geisterläufer schaffen. Hier kommt Geisterläufer, zeig mal. Ja, nur leider ist mein Typ nicht so. Zweite der Vanguard-Klasse. Die Dinger sind selten, wir sollten es verkaufen. Vergiss es, das waren nicht Blitzbefehle. Der Typ hat mir keine Ahnung. Seine Söldner auch nicht. Das sagst du jetzt, bis du dir eine Knarre an den Kopf halten. Ja. Energieniveau niedrig. Energie unzureichend. Ich verliere die Batterie, ja. Energie bei 70%. Datenkern reinitialisiert. Okularsystem online. Fokuskorrektur. Sind Sie okay, Pilot? Ich denke schon. Halt. Hast du mich gerade Pilot genannt? Ja. Der verstorbene Captain Lester Moser hat Sie in den Rang eines Interimspiloten berufen. Glückwunsch zur Beförderung. Nennen Sie mich BT.
BT. Na gut. Meine Systeme werden neu gestartet, aber eine dritte Batterie würde den Prozess beschleunigen. Ich bleibe hier. Na geil. Derzeit unterstütze ich Sie über Ihr Helmfunkgerät. Soweit möglich. An alle Mitglieder der Miliz. Die IMC gewährt allen, die sich ergeben, freies Geleit in die Strafanstalt von Angel City. Sie werden gut beraten, sich umgehend einem Suchtrupp der IMC zu stellen. Pilot, ich rate davon ab, sich der IMC zu stellen. Die Sprachmusteranalyse besagt, dass sie lügen. Keine Angst, BT. Ich gehe nirgendwo hin. Ich empfehle dennoch eine Positionsverlagerung. IMC-Bergungsteams in der Nähe. Ich meine, ich verlasse dich nicht. Üblicherweise operieren Piloten in entsprechenden Situationen ohne ihren verbundenen Teil. Ich bin überrascht, dass du noch nichts von denen gehört hast. Nicht schlecht. Vielleicht soll ich auch ein Söldner werden. Das, warum dreht sich da einer rum? Vermessungssysteme wurden reaktiviert. Durch den Überfall auf die 9. Milizflotte landeten wir weit von unserem eigentlichen Ziel. Dies ist feindliches Terrain. Seien Sie wachsam. Wir können nicht lange bleiben. Denkst du, wir überleben das hier, BT? Wir haben keine Option. Wir müssen improvisieren, wenn wir überleben wollen. Wie lange hast du mit Lastimosa gedient? Captain Lastimosa hat sich vor 973 Tagen mit mir verbunden. Tut mir leid, ihr standet euch sicher nahe. Er war ein ausgezeichneter Pilot und ein guter Freund. Wir werden sie finden und einen nach dem anderen stellen. Bitte verlassen Sie Ihre Verstecke, solange Sie noch können. Wir haben überall Suchtrupps der IMC. Wenn sie Widerstand leisten, werden sie als gesetzlos klassifiziert und wir sind gezwungen, sie zu töten. Okay, das Ding kann ich anscheinend nicht einfach so zerstören. Doch. Schießt auf mich. Finde ich euch. Bin ich das? Ich sehe euch noch nicht. Das ist mein großes Problem. Sogar deine Tarnvorrichtung für Notfälle. Sie hilft ihnen, gefährliche Situationen zu überleben. Was soll ich diese Situation nicht jetzt gefährlich machen? Oh.
Bad. Wem gehört diese Stimme? Das ist die Kommandeurin des Marauder Corps, eine Einheit des Special Recon Squadron der Miliz, kurz SRS. Ihr Name ist Sarah Briggs. BT, ist auf diesem Schiff noch jemand am Leben? Nein. Meine Scans erfassen keine Lebenszeichen auf der MCS James McCallum. Aber 90% der Rettungskapseln wurden abgesetzt. Es besteht Hoffnung. Es liegt an Ihnen allen, Ihre Hoffnung und Ihre Entschlossenheit wiederherzustellen. Ah, hier rein. Das Sicherheitsgrad entdeckt hier. So, zack. Weiter in der Kasse. Unsere Position wurde geortet. Hauptsache, ich wurde auch direkt entdeckt. Speerdrohnen. Feindliche Verstärkung ist unterwegs. Neuralverbindung muss umgehend hergestellt werden. Ja. Installieren Sie die letzte Batterie. Volle Energie. Wir müssen erst eine Neuralverbindung herstellen, Pilot. Bitte einsteigen. Alles klar. Jetzt mach schon. Okay. Protokoll 1. Mit Pilot verbinden. Stelle Neuralverbindung her. Neuralverbindung hergestellt. Schütze Jack Cooper. Sie wurden als Interimspilot von BT-7274 bestätigt. Protokoll 2. Mission fortsetzen. Ich habe Befehl, Spezialeinsatz 217 abzuschließen und zu Major Anderson von der SRS zu stoßen. Achtung, feindliche Einheiten nähern sich. Protokoll 3, den Piloten beschützen. Initialisiere kritische Systeme. Vortex-Schild online. Der Vortex-Schild absorbiert Projektile und Raketen. Lassen Sie die Taste los, um absorbierte Objekte auf den Gegner zurückzuwerfen.
Schaut, die Echolight-Kapsel ist online. Diese auf der Schulter montierte Raketenbatterie erfasst mehrere feindliche Ziele. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, desto mehr Ziele werden erfasst. Verbindung abgeschlossen. Waffensysteme und Bewegungssteuerung reaktiviert. Pilot, feindlicher Titanfall geortet. Wir müssen uns den Weg freikämpfen. Bereit machen. Na toll. Nur ein paar böse Jungs töten. Meine positive Einstellung kann jetzt nur helfen. Hey, ich muss aber nicht lang. Weitere Bergungsteams der IMC. Unsere einzige Überlebenschance ist die Fortsetzung der Mission. Wir müssen zu Major Anderson. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Markiere Hut. Wir müssen uns beeilen. Alles klar. Aber das Ganze geht erst in der nächsten Folge weiter, denn die hier ist vorbei. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.